Huhu, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Frelle ist wieder beim Zocken. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal sind wir hier durch Trenum weitergegangen, haben ordentlich Ausrüstung eingekauft. Haben bei der Baroness Stella unser Stellatus abgegeben. Und jetzt waren wir noch im Auktionshaus und ich habe noch einige andere Sachen gekauft offscreen. Das schreibe ich dann wahrscheinlich in die Videobeschreibung rein, was ich noch gekauft habe, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Außerdem habe ich noch, ich habe gesehen, ich hatte noch einige Armbänder, Armreife und Zipfelmützen, habe also noch ein paar Baumwollkleider gemacht und drei habe ich übrig gelassen. Und von unserem großen Reichtum sind jetzt 56.000 Gil noch übrig geblieben. Tja, kostspielige Sache dieses Auktionshaus. So, und was haben wir jetzt hier an seltenen Gegenständen bekommen? Erstmal ein Mini-Sit. Zauber der Antike, erschaffe einen Körper aus Erde. Dogma der Hölle, verwandle Blut zu Wasser und lasse das Seelenfeuer entstehen. Ziselierte Zauberformel. Naja. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Gut, damit haben wir jetzt unsere zweite Miniatur nach Bomesia. So, da haben wir noch das Gryphon-Herz. Zu fürchten sind nicht etwa seine Krallen oder sein gewaltiger Schnabel, sondern seine nie zugrunde gehende Seele. Beatrix. Tja, was ist wohl ein Gryphon? Ihr habt schon einen gesehen. Kann ich euch schon sagen. Und wir werden auch gleich zu einem gehen. Doras Artefakt. Der Mensch verlangt nach der Magie, um zu überleben. Also lässt er Träume entstehen. Eingravierte Schriften. Ja, Doga und auch Une sind irgendwie Figuren aus frühen Final Fantasy Teilen 3, 4, 5, irgendwie so. Weiß jetzt nicht genau. Der Körper stirbt, aber die Seele vergeht nicht. Eingravierte Schriften. So. Genau. Den Reflektring haben wir auch gekauft. Den gibt es nur einmal im Auktionshaus und jetzt kann man aber immer wieder mit Medaillenschild, Elfenohrring, Edelperle und Zauberumhang immer wieder da kaufen. Aber wir brauchen es nicht zu oft. Wie gesagt, ich schreibe euch rein, wie viel ich gekauft habe davon. So, und jetzt, da unten seht ihr schon, das ist ein Gryphon. Und den wollen wir jetzt besiegen. Und da müssen wir uns natürlich entsprechend vorbereiten. Ich muss dazu sagen, dass nur einer gegen den Gryphon kämpfen darf und das macht natürlich Steiner. Weil Lilly kann natürlich nicht so viel Schaden austeilen, beziehungsweise hat auch nicht so viel HP. So, wir brauchen auf jeden Fall den Dussack, damit wir immer gleich geheilt werden, wenn wir angreifen. So, haben wir hier noch was anderes? Holzauge? Nee, brauchen wir nicht. Ja, wir Z-Abwehr, ja doch, das ist gut, das nehmen wir. Zitter wäre es gut. Weihrauch brauchen wir auch nicht unbedingt. Ja, gut, nehmen wir wieder das rein. Nehmen mal die stärkste Ausrüstung, denn wir brauchen sowieso, wir kriegen sowieso keine AP hier bei dem Kampf und auch keine Erfahrungspunkte. So, HP plus 10% brauche ich und Abwehr ist auch gut. Nehme ich das Kettenhemd. So, und hier muss ich das fast drin lassen, weil ich HP plus 10% brauche. Brauche ich irgendwas anderes hier? Nee, ich glaube nicht so dringend. Ist in Ordnung. So, Abilities. Tontauben ist sehr wichtig, denn es ist ja ein Vogel, also ein fliegender Gegner. Bestientöter brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dafür brauchen wir HP plus 10%. Holzauge brauchen wir nicht. Level Up brauchen wir nicht. Wir kriegen keine XP. Gift und Galle brauchen wir nicht. Achso, das war's schon. Puh, ja. Machen wir das rein. Ja, die anderen Sachen brauchen wir nicht. Lassen wir es einfach mal so, wie es ist. So, okay. Wir stehen vorne. Ja, gut, vorne stehen ist okay. Ich mache kurz ein Save State. Einen Moment. So, und weiter geht's. Wir sprechen mal die Frau an. Die Waffenfrau. Was ist das da unten für ein Monster? Ach das ist so etwas wie das Haustierchen von Baron Knight. Er lässt ab und zu ein paar Abenteurer, die sich für besonders stark halten, gegen das Monster antreten. Ist eines deiner Hobbys. Ich will gegen das Monster kämpfen. Im Ernst, damit das mal nicht ins Auge geht. Ich hätte Steiner noch heilen können, aber ich hoffe einfach mal, dass es auch so geht. Steiner wird in den Kampf treten. Steiner, komm doch mal her zu deiner lieben Prinzessin. Ich hätte was zu sagen.
kommt davon, dass du immer wie eine Klette an mir klebst. Tja, Steiner, dann sag mal, was du drauf hast. Immer einen auf starken Ritter machen. Wollen wir mal sehen, was du hier leistest. Und sofort angreifen. Und schon sind wir komplett geheilt. Oh oh, Aerora, das ist Windzauber Level 2. Der wird ordentlich Schaden machen. Mal sehen, ob wir den überhaupt überleben. Wow. 465. Tja, das ist sein stärkster Angriff. Aber wir heilen uns wieder komplett hoch. Also sollte er nicht zweimal zum Angriff kommen, dürfte das hier kein Problem sein. Ja, und Aero ist nicht so stark. Das ist jetzt der Wind Level 1 Zauber. Wir hätten auch noch Ausrüstung anlegen können, die Wind halbiert. Aber es geht auch so. Und das war's auch schon. Oh, ein kritischer Treffer. 1062. Ja, sieht schon, der Bussack, der haut ordentlich rein. Sehr gut gemacht, Steiner. Und ihr seht, keine AP, keine Erfahrungspunkte. Da bleibt mir noch gleich die Spucke weg. Hier, deinen Preis hast du dir aber richtig verdient. Tja, das muss ja jetzt ein Hammer-Burner-Preis sein, oder? Gegen das starke Monster und dann auch noch allein kämpfen? Eine Tom Berry-Karte. Na bravo. Ja, eine Spielkarte. Die zeige ich euch jetzt nicht, um nicht zu spoilern, wie der Tom Berry aussieht. Das ist auch ein sehr traditionsreiches Monster in Final Fantasy-Teilen. Kommt sehr oft vor. In 7 und 8 zumindest. Und ich glaube auch in anderen noch. So, okay. Geheilt sind wir ja jetzt. Jetzt werde ich Folgendes machen. Wir gehen erstmal hier wieder raus. Aus dem Waffenhandel. Das Monster haben wir jetzt besiegt. Und jetzt wollen wir mal rausgehen aus der Stadt. Und dazu muss ich... Lass mich überlegen, ich glaube so gehen. Ich verlaufe mir nach wie vor in dieser Stadt. Das ist unglaublich. So, genau, jetzt bin ich hier im Slum-Viertel. Und jetzt müsst ihr wieder beim Eingang sein. Genau. Und raus aus der Stadt. Und Markus hat angerannt. Warum wollen die denn nicht wieder raus aus der Stadt? Merkwürdige Vögel und so. Ja, finde ich cool, dass das die Entwickler gemacht haben, dass uns Markus hier weiterhin unterstützt. Als wir in Lindblum mit Zidane alleine waren, da sind die anderen ja nicht wieder zu uns gekommen. Da hätten wir mit Zidane alleine rausgemusst. Aber hier ist das okay. So, Leute, was machen wir als erstes? Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich rüste mich jetzt wieder aus, sodass ich wieder günstig AP lerne. Dann werde ich wieder rüber zu der Gegend um Dani gehen, denn jetzt wollen wir gegen das freundliche Mu kämpfen. Aber ich habe euch letztens schon gezeigt, wie man da hinkommt, deswegen schneide ich den Teil raus und dann kann ich auch gleich die Versuche rausschneiden, bis ich das Mu finde. Also, wir sehen uns dann. Macht's gut, bis gleich. Ach, na endlich, Leute. Dieses Mu hat mich zur Weißblut gebracht. Ich habe jetzt hier ewig gesucht nach dem blöden Tier. Da ist es endlich mit seinem Puschelschwanz. Du brauchst gar nicht so einen treuen Blick aufsetzen. Hätte sie auch mehr erblicken lassen können. Ich möchte einen Jadestein. Okay, Lilly ist nett und gibt dir mal einen. Wir haben ja jetzt mehr als genug von den Gegnern gestohlen, gegen die ich jetzt hier gerade die ganze Zeit gekämpft habe. So, angreifen wollen wir es natürlich nicht, sonst rennt es weg. Und was kriegen wir dafür? Das will ich jetzt geheilt haben. Dankeschön! Gruß an meinen Freund Sino Spenst. Hm? Ein freundliches Sino Spenst gibt's auch. Eine Sino Spenstfee und wir kriegen gleich mal 10 AP. Das ist mehr als bei den Endbossen bisher. Und da Lilly noch Ability Up angelegt hat, bekommt sie 20 AP. So, dann schauen wir mal, was es jetzt gebracht hat. Cool, oder? Und ein paar Augentropfen schmeißt uns auch noch hinterher. Nicht schlecht. Hat sich ja jetzt gelohnt. So, ich zeige euch mal, was wir jetzt so alles angelegt haben. Natürlich sollte man, bevor man gegen das freundliche Mu, bevor man gegen diese Fee kämpft, sollte man Sachen ausrüsten, die noch viel, viel AP brauchen.
Zum Beispiel das Trisaster, das hat noch viel gebraucht, jetzt brauchst du nur noch drei. Hier haben wir noch viel gebraucht. Da, jetzt ist das fast fertig. Und hier vor allem der Reflektring. Den haben wir ja im Training geholt. Der Ring wird von dem Zauber Reflekt beseelt. Ja, und Sie sehen immer, Reflekt braucht 95 AP-Punkte. Genau. So, was haben wir bei Lilly angelegt? Hier habe ich die Mithril-Route jetzt genommen, die ist jetzt fertig. Die habt ihr jetzt mal auch gesehen in dem Kampf. Die macht natürlich wieder deutlich weniger Schaden. Genau, die ist aus dem Metall Mithril. Ja. Ich muss jetzt bloß noch hier ein AP beim Multistab fertig lernen. Deswegen nehme ich den nochmal rein. Ich zeige euch dann nochmal den Druidenstab in einem Kampf. So, den Ossal-Armreif haben wir jetzt angelegt. Ein Armreif angefertigt aus Knochen, verstärkt Angriff im Element Erde. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was Ossal heißt, aber anscheinend irgendwas mit Knochen. So, hier haben wir die Götterspeise, die wir noch lernen müssen. Und hier haben wir jetzt schon mal den Elfenohrring angelegt und der ist jetzt fertig, da können wir schon wieder was Neues nehmen. So, hier unsere Korallenringe, die wir jetzt endlich haben. So lange hat es jetzt gedauert, bis wir die herstellen konnten. Verziert mit Korallensplittern, absorbiert Donner. Ja, hätten wir schon vorher gut gebrauchen können, naja. So, hier können wir Anti-Reflekt lernen. Das überlege ich zu nehmen. Genau, es braucht nämlich die meisten AP, nehmen wir das, die Edelperle. Die Perle strahlt einen heiligen Glanz aus, halbiert die Effektivität des Angriffselements Himmel und verstärkt Angriffselement Wasser. Auch nicht schlecht. Genau, was haben wir noch gekauft? Das hatten wir, Goldschal. Ein magischer Goldschal halbiert die Effektivität des Angriffselements Wind und verstärkt gleichzeitig das Angriffselement Schatten. Katyusha haben wir auch neu, da haben wir jetzt schon Engel gelernt, das habe ich schon vorher mal fertig bekommen. Haarschmuck für Damen mit geheimnisvollen Kräften, verstärkt Angriffselement Hitze. Ja, Engel ist Wiederbeleben eines kampfunfähigen Charakters mit einer kleinen HP-Zahl. Und den Medaillenschild hatten wir noch. Ein steinalter Glücksbringer, absorbiert Angriffselement Kälte. Gut, das war's. Stirnband. Steigert die Gewandtheit und sieht fesch aus. Cool. Ich glaube, das Stirnband, das steigert auch die Werte, wenn wir ein Level-Up haben. Genauso wie jetzt bei Markus, da haben wir jetzt nämlich den Kraftgürtel angelegt, um die Stärke zu steigern beim Level Up. Das hatte ich euch ja erklärt. Warum machen wir das bei Markus, obwohl er nicht die ganze Zeit in unserem Team bleibt? Das ist deswegen, weil ein anderer Charakter, den wir später bekommen, wird die Werte von Markus übernehmen. Und der wird dann für immer in unserem Team bleiben. Also bringt es uns auch was, wenn wir schon bei Markus hier die Stärke steigern. So, jetzt machen wir noch einen kurzen Zeitsprung nach Treno, denn da wartet schon das nächste, die nächste Fee auf uns vom Feenzeitquest, nämlich das Sinuspenst, von dem Mu schon gesprochen hat. Also, ich melde mich, wenn ich da bin. Bis gleich. Und da haben wir auch schon unser Sinuspenst. Ja, das hat sie nicht so zickig gehabt. Kam jetzt beim dritten Mal oder so. Und seht euch erst an. Mit dem heiligen Schein und dem kleinen Geisterkutte. Die traurigen Augen. Ein Jadestein, bitte. Bitte, bitte, bitte. Naja, weil du so einen treuen Hundeblick hast, ist der gute Markus mal nicht so und gibt dir eins. Ja, ich habe ja den Druidenstab mit Lilly angelegt, dass ihr den auch mal seht. Und Stein hat wieder den Dussack. Bitteschön. Schönen Dank. Sagt Hallöchen zum Barbotkäfer. Okay, vom Barbut-Käfer gibt es also auch eine Fee. Na, mal sehen, wo die ist. Und wir kriegen wieder 10 AP. Und jetzt rasselt es wieder. Achtung. Na gut, nicht so viel wie letztes Mal. Und eine High Potion gibt es noch gerade dazu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann jetzt schnell mal wieder umrüsten, wo wir was gelernt hatten. Okay, das war nur das, den Reflektring, den lassen wir erstmal drin, glaube ich. Und hier nehmen wir jetzt mal wieder den Multistab, der macht ein bisschen mehr HP-Schaden.
So Leute, ich würde sagen, das war's erstmal. Ich habe jetzt genug von dem ganzen langen Gerenne und Gesuche nach den Feen. Wir machen das nächste Mal weiter bei Final Fantasy 9. Dann gehen wir mal in die Richtung da. Da gibt es nämlich noch eine interessante Höhle zu entdecken. Und dann würde ich sagen, machen wir mit der Hauptstory weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!